Scrub, du bist dran. Tanze so, wie wir es geübt haben. Ich glaube nicht, Dezzle. Tanzen ist eher dein Ding, nicht meins. Ich chille da lieber und esse ein Steak. Ich glaube, das klappt besser mit zwei Tänzern. Hey Gigi, weißt du eigentlich, wie sehr ich deine Tanzmoves bewundere? Nein, ich tanze nicht in deinen albernen Rickrock-Videos mit. Sie sieht sowieso niemand. Und du hast weniger Follower als Scruff mit seinen Videos. Deshalb muss ich mit meinen erstaunlichen Tanzmoves mehr auffallen. Wirst du mich wenigstens filmen? Ich habe daran gearbeitet, meine Regenbogen-Herzblitze mit meinen Bewegungen zu synchronisieren. Bereit? Sag mir, dass du alles hast. Gigi, das bist nur du. Du wolltest ein Video mit meinen Reaktionen, oder? Du reagierst nicht. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob du zugeschaut hast. Oh, Leute! Schaut euch den Raum an! Überall sind Regenbogen! Schaut nach draußen! Das ist unglaublich! Eine Regenbogenbrücke, die in der Luft schwebt. Das ist so toll! Ja, oder? Es ist, als ob sie uns förmlich dazu auffordert, sie zu erkunden. Wir sind im Regenbogendschungel. Wir müssen uns orientieren. Gigi, kannst du den Baum erklimmen? Nein. Och, komm schon. Du bist ein Kittykorn. Das ist, was Kittykorns machen. Auf Bäume klettern. Nicht wirklich. Warum zauberst du dich nicht einfach dort hoch? Oder hast du Angst? So funktioniert Magie nicht, du Vogelhörn. Leute, das müsst ihr sehen. Wilde Rainbowkornvögel. Das ist unglaublich. Ich habe vorher noch nie welche gesehen. Schaut sie an, sie sind so süß. Wir haben definitiv keine Angst. Hast du das aus deinem Ei gehört? Und übrigens, ich habe Dezzle gefragt, ob er Angst hat. Es tut mir leid, wir wollten euch nicht beleidigen. Er nimmt dich nur auf den Arm. Alles cool. Es scheint, als ob die Welt der Rainbow Corns gerade noch wilder und aufregender geworden ist.